Der namenlose Held ist ein armer Hund, muss ich mal so sagen, und unterwegs auf einer ersten Erkundungstour durchs Hafenviertel und versucht hier alles Mögliche zu klauen, was nicht nied- und nagelfest ist, wovon es im Hafenviertel relativ wenig gibt. Er erzählt alles. Weswegen ich fast zu der Idee komme, lieber im oberen Viertel mal nachzuschauen, weil wenn es da was zu klauen gibt, dann ja wohl eher dort. Da wird es natürlich auch sehr viele Sachen in verschlossenen Truhen geben, aber das hab ich schon immer gesagt. Wenn mal irgendwo so ein Goldpokal rumsteht, ich hab was anderes gehört. Wäre das ja wohl eher der Ort, an dem man danach suchen würde, als hier unten bei den armen Schluckern. Und ich komme ja nicht den Berg hoch. Die Sonne ist schon langsam am Untergehen. Das ist die Nachmittagssonne, die hier erscheint. In der Nacht würde ich ganz gerne auf Diebestour gehen, aber das macht sehr, sehr wenig Sinn, wenn ich bis dahin die Schlösser knacken kann. Also, ihr da oben, lasst mich mal durch. Ich darf das. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Wirklich? Ja? Dann bringe ich dich mal auf den aktuellen Stand, mein Lieber. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Was immer die Meister von Korinnes bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen. Du kannst reingehen, aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Boah, bist du ein Arsch, aber mal ganz ehrlich. Oh. Eingebildeter Paladin. Was immer sie dazu bewogen haben, mag dich als Lehrling aufzunehmen. Ich will es gar nicht wissen. Hallo. Ich hab mir das schon gedacht. Ah, du schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Fürchterlich. Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Ja, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Bitte? Also ihr werdet mir von Mal zu Mal unsympathischer, ihr eingebildeten Blechdosen. Passt nur auf, dass ihr keinen Rost ansetzt, meine Lieben. Tja, Lothar, wenn du mal in die andere Richtung schauen würdest. Warte mal kurz. Hey. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Erzähl mir nichts, ich kann's nicht. Nee, kann ich leider nicht umdrehen. Schade. Gar nicht mehr, hier könnte man nicht reinschleichen, weil da jemand da patrouilliert. Wird sich das jemals ändern? Das kann doch nicht wahr sein. Jemand wird dafür büßen. Der hier wird es doch bestimmt merken. Wie heißt du? Mabo? Was ist das für ein Name? Wird sich das jemals ändern? Also hier reinschleichen, da gibt es aber auch nicht so viel zu klauen, oder? Im Moment sehe ich gar nichts. Wenn der seinen Platz wechselt, dann hat man vielleicht die Chance, hier reinzuschlüpfen. Jemand wird dafür büßen müssen. Das da geht nicht, weil er da hinschaut, Lothar. Hier Gerbrand. Das könnte theoretisch funktionieren. Speichern. Mal gucken, wie weit euer Gesichtsfeld ist. Ach. Was suchst du hier? Ja. Geh! Ich hasse Putzfrauen! Ich hasse Putzfrauen! Mann! Kluges Kerlchen. Warum muss die ausgerechnet jetzt da sauber machen? Ich fass es nicht. Geh weg! Ach ja, hier wird es nicht gehen, das. Ach, da. Goldpokal. Ach, wieder so eine Putzfrau. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier hinten vielleicht. Oder ich muss wirklich bis zur Nacht warten. Bürger. Lotero. Ach ja, mit euch habe ich noch viele Questen zu erledigen. Er sollte lieber den Mund halten.
Das hier ist ein Händler, richtig? Nein, man sieht das anders. Ja, da dürfte ich rein, stimmt's? Das war's doch inzwischen jeder. Gibt's hier was zu klauen? Vielleicht? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Hier? Das ist ja schrecklich. Tja. Ach, erzähl mir nicht sowas. Da drüben ist so ein Typ. Keine Ahnung, ob der mich sieht. Das ist ja schrecklich. Das darfst du keinem erzählen. Nee, der sieht das nicht. Was für eine tolle Wache. Was finde ich hier? Feuerholz und ein halbwegs sauberes Bett für Gothic-Verhältnisse. Eine Truhe mit dickem, starkem Schloss, aber auch hier einen goldenen Kerzenständer. Hurra! Das wird mich den 200 Goldstücken ein bisschen näher bringen. Und? Oh, hier. Ein Truhenschlüssel. Ah, wird doch nicht für diese Truhe sein. Doch, ich finde einen Blutkelch und 150. Oha, oha, oha. Genau das, was ich gebraucht habe. Ich glaube, diese Blutkelche sind eine Queste. Ja, ich erinnere mich. Was ist das hier? Ist das nur Kulisse? Tja, komisch. Da lässt sich nichts machen. Also entweder muss ich noch Schlösser knacken lernen, damit er da was macht, oder ich muss dafür einen anderen Schlüssel finden. Ich rede mal mit diesem Lutero da hinten. Ich meine, das wäre der, der sich für die Blutkelche interessiert. Vielleicht kann ich ja gleich noch irgendwie ein bisschen Start machen hier bei jemandem. Hallo? Mein Name ist Lutero. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Zeig mir deine Ware. Das habe ich schon immer. Seltene und ausgefallene Dinge. Trank der Geschwindigkeit. Ich glaube da nicht dran. Feldknöte. Ich vergessen. Mein Korb, seine Fackel. Kann ich dir jetzt den goldenen Kerzenständer verkaufen? Oh, für 6. Also ehrlich, liebe Mod. Also, das ist ein goldener Kerzenständer. Hallo? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Wenn ich dir das verkaufe, 6, 5, 11, 17, dann bin ich bei 199. Ich muss ja noch irgendwas verkaufen, damit ich dann auf die 200 komme. Ich kann ja noch eine Säge verkaufen. Erzähl mir nicht sowas. Ein Hammer. Ich hatte gehofft, dass jemand was mit diesen komischen Kelchen will. Es gibt doch jemanden, der was davon will, aber es war vielleicht der andere Händler. Dieser Gerbrand, der davon saß. Ich meine, irgendein Händler möchte diese Blutkelche haben, die all überall verstreut sind. Und gibt einem sogar den Tipp, dass da, wo ich gerade einen geklaut habe, sogar einer zu klauen ist. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Gerbrand. Wer muss die Arbeit ja machen? Was machst du hier? Wer bist du denn? Anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft. Man nennt mich Gerbrand. Für dich, Herr Gerbrand. Verstanden? Das ist mal wieder typisch. Verstanden, Gerbrand. Du reißt ganz schön das Maul auf. Du solltest mir gegenüber ein bisschen mehr Respekt zeigen, sonst bekommst du hier noch ganz gewaltige Probleme. Ich sage hier, wo es lang geht. Wenn wer Ärger macht, bekommt er Ärger mit mir und sollte schleunigst die Stadt verlassen. Denn wenn ich mit ihm fertig bin, wird er sich wünschen, mir nie begegnet zu sein. Die meisten Leute im Hafen arbeiten für mich. Und wenn du irgendwann mal Arbeit suchst, solltest du zusehen, dass ich dich in guter Erinnerung habe. Aha.
schlimme Zeiten sind. Gibt's was Neues? Leute wie du haben hier oben nichts zu suchen. Hier wohnt die ehrbare Gesellschaft. Keine Streuner und auch keine Ganoven. Wenn du es schaffen solltest, zu Ansehen und Vermögen zu kommen, bist du hier eventuell auch gerne gesehen. Zu Vermögen komme ich mit der Mod hier garantiert nicht. Nee, also das ist auch ein Stinkstiefel. Das ist auch niemand, dem ich diesen Blutkelch anvertrauen kann. Dann sollte ich mal doch noch ein bisschen Beute verkaufen, dass ich auf die 200 komme und mir bei Torben Schlösserknacken leisten. Solange er noch wach ist. Rupert, du warst mein Hehler. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Zeig mir deine Ware. Ich erzähl dir doch nichts. Dir verkaufe ich die wenigen Dinge, die ich anzubieten habe. Viel ist es ja nicht. Wie wäre es zum Beispiel mit einem goldenen Kerzenständer für 6 Goldstücke? Für 6 Goldstücke. Und ein einzelner Pfeil kostet 10 Goldstücke. Ne? Nur mal so. Silberkelch 5. 201. So, das reicht. Dann, Torben, mein Lieber, bist du noch am Hämmern? Nee, du bist schon irgendwo in deiner Klause. Aber du wirst noch nicht schlafen. Dann werde ich dich mal hoffentlich nicht beim Stell-Dich-Ein mit Gritta erwischen. Ach, hier bist du. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Grittas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Sehr gut. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Hab ich. Hier. Gut. Hier sind die 200 Goldstücke. Das Geld wird mir sehr helfen. Wir können anfangen, sobald du bereit bist. Ich bin sowas von bereit. Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Du brauchst nur einen Dietrich. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufhebeln. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du wirst, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Aha, das ist jetzt hier abhängig von der Geschicklichkeit. Ah, ja. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Er hat einen Apfel und ein Dietrich kostet 10. Das ist ein Preis, der mich noch nicht mal überrascht und noch nicht mal erschreckt. Ich hatte mit 100 gerechnet. Das hätte ins Bild gepasst. Tja, ich habe nicht wirklich was ich dir verkaufen kann. Ich muss erst wieder klauen gehen. Ich habe eine einzige Münze, ist das nicht traurig? Ja, obwohl ich es nicht sehr gern tue, werde ich wohl oder übel mit den wenigen Dietrichen, die ich hier habe, ein bisschen haushalten müssen. Und zwar, dass ich, wenn die mir zu schnell abbrechen, dann doch nochmal irgendwie lade vor der jeweiligen Truhe. Aber das werde ich mal ausprobieren im oberen Viertel. Da gibt es mehr zu holen. Und es ist ja jetzt auch gerade Nacht. Und dann werde ich mal hier vorne bei Herrn Gerbrand anfangen, wenn der sich mal auf sein Ohr legt. Was hoffentlich bald passiert. Aber noch ist es nicht so weit. Seine Putzfee, die ist aber nicht mehr an Ort und Stelle. Ah, speichern. Versuch mal dein Glück. Wo ist die Putzfee? Bestimmt im Obergeschoss. Was finde ich hier? Bier. Apfel. Fischsuppe. Käse und Milch. Honig. Wow, eine Pfanne. Da oben ist auch irgendwas, oder? Tatsächlich. Es war Honig. Ein Honigtopf oben auf dem Regal. Ich würde schon ganz gern wieder hier runter. Nicht ganz so laut hält. Wir sind hier nicht alleine. Die sind noch nicht am Schlafen. So, hier oben ist diese Putzfee. Vorsicht. Wo ist die?
Die ist gar nicht da. Ah, na dann aber schnell. Ich hätte gerne was. Oh, hier, das sieht gut aus. Zange. Goldener Kelch. Die Truhe macht mich an. Ich habe nur drei Dietriche, scheiße. Sicherheitshalber einmal speichern. So, wie geht das jetzt? Ah. Ich finde einen Blutkelch und 100 Gold. Also die Blutkelche, die drängen sich mir ja quasi auf. Ein Dietrich abgebrochen, das passt, das lasse ich mal so. Ich glaube, wüsste, wie ich diese Blutkelche verkaufen soll. Ich habe den auch nicht gefunden. Buchkommode. Der Weg des Kampfes, das habe ich auch schon mal gelesen bei Xardas. Weg. Irgendwo gab es hier auch bei einem Händler irgendwelche Geheimgänge, die man aufmachen konnte. Aber ich weiß nicht, ob das hier bei ihm ist. Oder bei irgendwem anders. Oh je. Wenn ich das nur wüsste. Erstmal hier wieder raus. Ich habe jetzt genug Geld geklaut, um mir die nächsten 10 Dietriche zu leisten. Und eine Blutkelch habe ich auch noch und ein bisschen Kleinkram. Mal schauen. Hier geht es dann so hoch. Ich muss mal gucken von außen, ob das das Haus sein könnte. Wo es einen Geheimgang gibt oder einen Geheimraum. Hm. Vielleicht. Wer weiß. Dann würde ich mal mit den 100 geklauten Goldmünzen die nächsten Dietriche kaufen, solange Torben noch wach ist. Also ich sag mal, einen abgebrochenen Dietrich pro Truhe lasse ich mir gefallen. Alles andere wäre nicht sehr optimal. Hier bei diesen Vermögensverhältnissen. Und bei diesem Preisniveau. Kannst du mir, wenn ich noch. Dann kaufe ich mir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. Perfekt. Habe ich was zu verkaufen? Nee. Ich habe im Wesentlichen Nahrungsmittel erbeutet gerade. Ende? Ja, es wird immer finsterer. Obwohl der Schmiede noch gearbeitet wird, bin ich der festen Überzeugung, dass die braven Bürger der Stadt, vor allen Dingen die Ehrenwerten und Vermögenden, die in der Oberstadt hausen, sich in Bälde auf ihr Lager legen werden und Matratzenhorchen machen werden. Und darum geht's dann weiter mit der Diebestour im oberen Viertel im nächsten Teil. Bis dahin!